Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeigen wir den Ablauf und Auswertung der Prüffahrt statische Kennlinie. Mit dieser Kennlinienprüfung lässt sich die Ansteuerung des Motors testen sowie Wirkungsgrad und ID-IQ-Kennfeld verifizieren. Die Prüfung ist eine aktive Prüfung, das heißt, der Prüfling wird vom eingebauten Umrichter mit Spannung versorgt. Für die Prüffahrt der statischen Kennlinie tragen wir im Hauptmenü die notwendigen Metadaten ein, bestätigen diese, wechseln in die Anzeige für die Prüflingsgrenzwerte und suchen aus der Auswahlliste unseren Prüfmotor aus, übernehmen die Grenzdaten für den Prüfling und wechseln in die Anzeige für die Prüfprogramme. Hier können wir aus der Auswahlliste für alle Prüfarten unsere Kennlinie EC statisch auswählen und suchen aus den Parametersätzen den aus, der für die Prüfung richtig ist. Hier sehen wir die entsprechenden eingestellten Werte für Spannung und Strom, aber auch die konfigurierten Lastpunkte in dem weiteren Verlauf, die angefahren werden sollen. Wir starten die Prüfung, der Sicherheitskreis wird geschlossen, der Industrieumrichter Elmo ist bereits konfiguriert und die Prüfung startet. Nach einem kurzen Einlauf und Phasing des Motors wird der Motor auf die entsprechenden Lastpunkte geschleppt. Das heißt, wir haben 5 Lastpunkte konfiguriert, die wir jetzt nacheinander anfahren. Wir sehen in den Messdaten die Werte für die Drehzahl, die sich ändern, aber eben auch das entsprechende Drehmoment und den entsprechenden Stromverlauf. Die Prüfung ist abgeschlossen und wir können in dem Pop-up-Fenster den Messdatenpfad erkennen, den wir über den Button direkt öffnen können. Hier liegen die Rohdaten der Messung, aber auch die Ergebnisdaten. Und im Hintergrund wird direkt von IMC Pharmos der Prüfbericht erstellt, den wir automatisch im Anschluss generiert haben. Wir sehen hier die Konfiguration der Prüfung, die Kennlinien mit den einzelnen angefahrenen Lastpunkten, die Kenndaten des Motors in Einzelwerten dargestellt und auf der zweiten Seite den zeitlichen Verlauf der Prüfung. In weiteren Videos stellen wir Ihnen noch die anderen Prüfarten vor. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.